Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und wir befinden uns im nächsten Teil der Retrospektive Flugsimulatoren. Und wir befinden uns immer noch im Jahr 1991. Wir haben drei weitere Kandidaten. Diesmal haben wir Falcon 3.0 dabei, wir haben Mega Fortress dabei und wir haben Birds of Prey dabei. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die Spiele und wir schauen uns gleich das erste Spiel einmal an, aber kurz vorher will ich noch eine Art Warnung loswerden. Alle drei Spiele sind entweder sehr komplex wie Falcon, habe ich damals gespielt, oder aber wie Mega Fortress und Birds of Prey, die habe ich beide damals nicht gespielt. Und es ist gar nicht so einfach, sich da heutzutage reinzufuchsen und reinzufummeln. Deswegen gibt es heute weniger Flugmanöver zu sehen, A durch die Komplexität und B dadurch, dass ich keine der Simulationen irgendwie kenne. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen steigern, weil in vielen Simulatoren, die jetzt noch kommen, habe ich wahrscheinlich nicht viel Zeit verbracht. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da jetzt mal eben euch die besten Ausschnitte oder die besten Features zu zeigen, sodass ich wahrscheinlich in Zukunft immer nur so ein paar Ausschnitte vom Start oder vielleicht mal irgendwie so einen Mission Recorder oder sowas zeigen werde, damit ihr da was von sieht, aber weniger von dem Spielkönnen von mir. Das holen wir dann in einem Replay nach, wo ich dann genügend Zeit habe. Mehrere Wochen brauche ich meistens für einen Simulator, indem ich mich dann darauf vorbereite, das Handbuch lese, indem ich dann übe und so weiter. Das sieht man in den Aufnahmen nicht, aber es ist so. Fangen wir gleich mit dem ersten Kandidaten an. Falcon 3.0 von Sphere. Entwickelt und von Spectrum Holobyte oder von Microprose. Ich glaube, hier wurde es auf jeden Fall immer von Spectrum Holobyte vertrieben. Das war für mich auch der Falcon-Hersteller in dem Sinne, weil Sphere habe ich irgendwie damals nie verstanden, dass das die Entwickler waren. Für mich war das immer Spectrum Holobyte. Ich glaube, es wurde dann woanders, außerhalb von Europa oder so, keine Ahnung, USA oder was, weiß ich nicht, nochmal ab und zu von Microprose vertrieben, die dann ja damals irgendwie bald zusammengehören würden sollen, wie auch immer. Die Engine, da will ich nochmal kurz darauf hinweisen, ist halt eine Polygon-Engine, ähnlich wie bei Spielen, die jetzt, ähnlich wie bei fast allen Spielen, die jetzt in Zukunft noch kommen werden. Schauen wir uns ohne weiteres Gerede gleich mal die Simulation an. Ja, hier wird man auch gleich von dem Intro-Setup erschlagen. Das fand ich damals irgendwie ziemlich komisch, weil man das von Microprose irgendwie anders erwartete. Und gut, ist jetzt Spectrum Holobyte hier dann irgendwie zusammen. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich mir nicht sowas Komisches erwartet und ich wusste eigentlich gar nicht, was ist das hier alles? Was ich euch auf jeden Fall zeigen will, oder was ich euch mehr zeigen will, wir werden gleich einfach nur ein bisschen Instant Action rumfliegen, weil um das komplette Teil zu zeigen, ist es natürlich, ja, zu kurz und ich müsste mich da echt einlesen. Ich krieg das so auch nicht mehr auf die Kette, aber wir machen ja eh nochmal ein Replay dazu, von daher ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber was ich euch zeigen möchte, das fand ich damals ziemlich cool, dass es hier erstmal so ein Setup im Spiel gab und dass man hier halt auch immer die Auswirkungen sehen konnte, ja, direkt von den Einstellungen. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ich wollte natürlich immer Ace spielen, aber naja, gut. Dafür war es dann halt. Ja, und hier genau, HUD A und B, da konnte man die Versionen umschalten. A, B und C. A, C und wo ist B? Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was das alles heißt. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben, das ist irgendwie ganz cool. Gibt es hier dann auch nochmal Sound Blaster ready.
Adlib PC Speaker und hier gibt es noch Roland. Gut. Hier sieht man dann die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man machen kann. Genau, man muss sich erst so ein Theater hier aussuchen. Hier kann man das Squad sich aussuchen. Hier sieht man auch, was man ausgesucht hat. Im Moment ist... Genau, hier kann man sich die Staffel aussuchen im Moment. Red Flag ist die Kampagne. Ist, ja, ich finde sie immer noch ziemlich überwältigend und es ist nicht ganz klar zu sehen, wo man eigentlich hinklicken muss. Ja, hier geht es offensichtlich nach DOS. Ja, hier hat man schon gesehen, wurden dann gleich solche digitalen Filmchen eingeblendet. Oh, Redout. Ich fand das damals ziemlich uncool, weil ich diese gezeichneten oder gerenderten Grafiken einfach hübscher fand. Ja. Ich glaube, es war damals, hat man das gemacht, um so ein bisschen mehr Realismus zu erzeugen oder das Gefühl von Realismus zu erzeugen. Hier sieht man jetzt auch schon so ein ziemlich... Ja, mehr noch wie bei Aces of the Pacific, was ja danach kommt, sieht man hier schon den Ansatz von so einem digitalen Cockpit und ich finde, das hat man hier so ein bisschen überzogen. Ich meine, bei Aces ist das auch immer so eine, wie soll ich sagen, gesunde Mischung aus Realismus. Oh, wieder ein Redout. Aus Realismus und Action-Darstellung gewesen. Also es war nicht so ganz super realistisch. Es waren jetzt aber auch nicht so, ja, ich sag mal, krude gezeichnete mit drei Farben Darstellungen, sondern das war immer schon eigentlich ziemlich cool. Die Mischung gefällt mir ein bisschen besser wie bei Falcon, aber dafür ist Falcon natürlich eine ganz andere Art von Simulation. Hier habe ich auch nur einen Flieger. Es gab digitale Soundeffekte, das war auch ziemlich cool und so viel kann ich euch jetzt hier auch ehrlich gesagt gar nicht zeigen. Das ist auch nur ein bisschen Instant Action. Ich glaube, die schießen nicht zurück und man kann die halt 100 Mal abschießen. Man hat ja auch hier unendlich Raketen. Ja, ist jetzt zum Üben halt mal irgendwie ganz cool. Was wir aber auf jeden Fall gleich nochmal machen, oder was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen, ist, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen weiter nach unten. Schauen uns den Boden nochmal an. Das ist ja immer so eine Sache, die ich bis jetzt auch immer gemacht habe. Und dann wären wir hier auch schon durch. Ich kann euch zu Falcon auch nicht so viel zeigen, weil ehrlich gesagt ist mir das jetzt für einen kurzen Einstieg zu kompliziert, mich da erstmal durch 350 Seiten Handbuch durchzulesen. Mir war es halt wichtig, dass ihr so ein bisschen seht, dass die Atmosphäre, die hier rüberkommt, ja schon sehr professionell ist und sehr militärisch. Dafür muss ich sagen, ich hatte das damals auf meinem 386 und das war schon echt ein, ja, ich will sagen, hübsch, doch ein hübscher Simulator, aber das war mein erster Simulator, den ich hatte und den hatte ich auch vor Aces of the Pacific und so. Das war wirklich, das war mir zu kompliziert. Ich habe das damals auch nie so richtig verstanden. Ich hatte gesehen, bei einem Bekannten, der hatte das, glaube ich, auf dem Atari vorher. Und da konnte man auch schon so ein bisschen rumfliegen. Also ich bin dann immer rumgeflogen und habe einfach so ein bisschen, ja, die virtuelle Umgebung genossen. Aber sinnvoll erledigt habe ich da nichts. Und hier sieht man auch, dass die Grafik am Boden halt sehr krude ist. Es passiert hier nicht, es gibt hier nicht viel. Das ist dann bei Aces schon so ein bisschen besser, dass es da mehr gibt. Aber da, es geht auch gar nicht so sehr um Boden. Was auch ganz lustig ist, die Bouncing Betty oder die, nee, Bouncing Betty heißt ja nicht Angry Betty oder so, die Pull-Up und Caution, das hat sich damals dann irgendwie schon bei mir eingebrannt. Ja, gehen wir mal kurz zur Abschlusskarte wieder zurück. Ja, abschließend vielleicht fassen wir mal wieder die drei üblichen Punkte zusammen, in der wir die Simulation in der Retrospektive zusammenfassen wollen. Einmal die Innovation, die Simulation und die Immersion. Die Innovation hier ist für mich schon
dieses Ganze drumherum. Ich habe das mal zusammengefasst als Staffelmanagement, aber es ist natürlich mehr, es ist Missionen und Logistik, die sich dann auch auswirken auf die Einsätze, wo Einsätze oder wo man auch das Gefühl hat, dass Einsätze eine Auswirkung auf diesen Teil haben oder auf den Krieg und die Kampagne, dass man nicht immer nur endlose Einsätze fliegt, wie man das bisher gekannt hat, deren Ausgang eigentlich für den persönlichen Piloten, für die Statistik gut ist, für den Krieg aber irgendwie nicht. Und hier hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass sich da was ändert. Ich muss aber auch sagen, dass es sich meistens damals zum Negativen geändert hat, weil ich damals halt viel zu jung war und das nie so richtig verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall von den Simulationen, die wir hier hatten, bis jetzt die umfangreichste und realistischste, nicht nur von dem Flugmodell her und den puren mathematischen Unterbau, sage ich mal, sondern auch von der Aufmachung her. Sie versuchen bewusst sehr auf dieses realistische, militärische zu gehen. Ja, dass die Simulation sehr komplex ist, hatte ich ja schon erwähnt, und dass halt viele, viele Systeme in der F-16 modelliert wurden. Entschuldigung. Es gibt ja auch noch mehrere Add-ons, zum Beispiel, ich glaube, die MiG-29 wäre eins. Und ich erinnere mich daran, mal gelesen zu haben, dass es sogar noch eins mit der A-10 hätte geben sollen, das dann leider eingestellt wurde. Also man hat sich hier bewusst fokussiert auf ein Flugzeug und halt eins nachgeschoben in einem Add-on. Und das finde ich auch eigentlich ziemlich gut so, dass sie sich halt konzentrieren konnten auf das eine Flugzeug, um das am komplexesten oder sehr komplex zu modellieren. Die Immersion, wie bei mir meistens, kommt die halt schon durch das Handbuch und die Komplexität zustande. Also das Handbuch liest sich wirklich wie, ja, wie so ein kleines Pilotentraining. Es ist wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Heute verstehe ich es auch ganz gut. Ich habe da eingangs mal ein bisschen drin rumgeblättert. Ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Und als ich das Spiel das erste Mal hatte, war ich viel zu jung, um das Handbuch irgendwie zu verstehen. Also das hatte ein Bekannter und ja, der Bekannte war jetzt so in meinem Alter, war so 40, zwischen 40 und 50 gewesen damals. Der hat das ganz gut verstanden, was man da machen kann. Ich mit meinen 12 Jahren oder so habe das überhaupt nicht verstanden. Also das war mir dann zu komplex, aber ich bin gerne ein bisschen drin rumgeflogen. Ja, und dass die Immersion halt durch diese Digitalfilme erzeugt werden soll, das glaube ich. Mir hat es nie so gefallen. Also ich war immer abgestoßen dadurch, durch diese digitalen Filme, dass die halt von den Farben her nicht passten. Das hat so ein bisschen, ich weiß nicht, die Immersion für mich zerstört, weil es mir dann zu viel vorgegaukelt hat. Ich sag mal, wenn ich dann nur so ein 3D-Gittermodell mit ein paar gefüllten Polygonen gehabt hätte, anstelle von dieser Animation, hat meine Fantasie halt den Rest ausfüllen können und das hat dann eine Immersion erzeugt. Jetzt sehe ich diese Filmchen, wo halt nicht mehr viel übrig ist für die Fantasie sozusagen, weil es ist ja real. Also da bemühe ich mich dann nicht, das auszufüllen. Ist ein bisschen komisch, ist vielleicht auch nur meine Einstellung dazu. Als Zitat von der Powerplay 191, Falcon 3.0 ist der pure Wahnsinn. Vergesst alles, was ihr bisher am Bildschirm eines Computers geflogen seid. Die neueste Version des Kultvogels hängt die Fliegerkonkurrenz schon fast im Schongang locker ab. Und das war durchgehend bis auf die ASM. Ich glaube, da hat Falcon 45, 49% bekommen, weil der Vorgänger ja viel besser war. Ja. ASM halt, muss ich sonst, glaube ich, weiter nichts zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine Simulation, die man sich in Ruhe heutzutage nochmal ansehen kann. Und es ist von daher ein Meilenstein, dass sie halt die erste Simulation war, die diese Komplexität in das Militärische sehr in die realistische Welt gezogen hat. Ich meine, was wir uns vorher angeguckt haben, 15 Strike Eagle 2, wo man startet und immer erstmal einen Flieger abschießt, weil irgendwer im Management, ich glaube, es war Wild Bill, gesagt hat, am Anfang muss es gleich explodieren, deswegen fliegt man immer am Anfang auf einen feindlichen Flieger zu, den man dann mit dem MG einfach abschießen kann. Das hat ja mit Realismus nichts zu tun. Das war dann schon, ja, mehr Action. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und wir sehen auch, dass sich das in die Zukunft durchzieht. Ja, mit F-16 Combat Pilot hatten wir, glaube ich, vorher, hat das ja schon angefangen. Jetzt kommt in Zukunft noch Falcon und so, in Zukunft noch Tornado, die ja auch in diese Richtung gehen. Aber ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, sondern schauen wir uns einfach mal den nächsten Kandidaten an. Birds of Prey wurde 1991 von Argonaut
ja, auf dem PC portiert erstmal, weil die Originalversion auf dem Amiga erschienen ist. Ich glaube, ein halbes Jahr vorher auf dem Amiga. Und ich glaube, das war so eine Art früher Duke Nukem Forever. Der sollte, glaube ich, schon 3 Jahre vorher rauskommen. Und es waren wohl auch in Zeitungen immer, ja, ist bald fertig. Und dann hat es trotzdem noch ein Jahr gedauert. Und dann kam wieder der nächste Bericht, ja, ist bald fertig. Und hat wieder ein Jahr gedauert. Also da hat am Ende gar keiner mehr dran gedacht, dass das Ding je erscheinen wird. Und man sieht auch dem Spiel an, dass es ein sehr überambitioniertes Projekt gewesen ist, was hinterher, ich glaube, damit es released werden kann, so weit zusammengestrichen werden musste, dass leider nur noch, ja, das äußere Skelett, nämlich die Anzahl der Flieger und Missionen da ist, die aber irgendwie nicht mehr so richtig simuliert werden. Oder wir schauen uns es einfach mal an, dann seht ihr selbst. Okay, und nach dem Intro steigt man direkt ein. Da gibt es jetzt nicht groß eine Animation oder irgendwas, sondern zack, hier. Pilot Record. Ich muss auch zugeben, dass ich das Ganze. Ah, wenn ich nach unten drücke, gibt es ein Schle Sle Okay, interessantes Mapping. Ich muss auch zugeben, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe vorher. Ich wollte das immer haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit meinen Großeltern im Urlaub war und in einer. Entweder Playtime oder Powerplay, vielleicht auch beidem, war ein Test zu Birds of Prey drin und ich habe mir den 100-mal bestimmt durchgelesen in den 2 Wochen. Ich wollte das so doll haben, weil es waren so viele Möglichkeiten, Missionen und Flieger, die man steuern konnte. Das hat mich wirklich gereizt. Ich habe es aber nie in die Finger bekommen, bis jetzt, viel später. Und bis jetzt habe ich mir das immer aufgespart für so ein Replay, in dem ich mir das mal anschaue. Aber bis jetzt hat sich da noch keine Gelegenheit ergeben. Vielleicht ändert sich das bald. Von daher ist mit Vorsicht zu genießen, das, was ich hier tue, basiert jetzt nicht auf großartigen Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gesammelt habe. Interessant finde ich, dass man die Seite hier irgendwie überhaupt nicht wechseln kann, so wie ich das sehe. Nee, Pilot, Squadron Leader, okay, das ist die Moon Evening. Das ist die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad, die Difficulty. Mission Kills, also hier kann man irgendwie gar nichts machen. Record of Past Missions gibt es auch nichts. Wie gesagt, hier geht es dann halt. Ich kann nicht mehr mir ein Bildchen aussuchen. Also ja. So, hier sind es jetzt, wenn ich hier umschalte, schon mal 2 Seiten an Missionen, die ich fliegen kann. Und auf jeder Seite sind 6, also gibt es 12 unterschiedliche Missionen. Air Interception, Air Superiority, Long Range Bombing, Bombing Escort, ja, mit einer A10, Close Ground Air Support, Border or Sea Patrol, das sind halt das Cap so ein bisschen, Reconnaissance, das fand ich super, oder hier Troop Drop, dass man richtig mit einer, weiß ich gar nicht, einer Herkules, eine 130 oder eine Galaxy, weiß ich nicht, was man da fliegen konnte. Supply Drop ist ähnlich. Dass man Steels Fighter benutzen konnte und das fand ich eigentlich richtig cool. Auch Testpilot ist irgendwie ziemlich cool gewesen. Wenn ich sage, ist cool gewesen, ist in meiner Vorstellung cool gewesen. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt nicht großartig gespielt. Wir könnten mal hier Stealth Bombing. Ich glaube, wir versuchen das mal, ne? Fly Strike Mission. So, und hier wird es jetzt schon kompliziert. Ich glaube, hier suche ich mir die Seite aus, die blauen oder die rote Seite, A oder B Seite. Das ist hier die Karte, auf der ich operiere. Und ich weiß nicht, ob ihr das Replay zu Attack gesehen habt, aber das ist ja auch von Argonaut und das erinnert schon sehr, also mich zumindest schon sehr daran, hier diese Übersichtskarte und so, den Level gab es ja bei Attack auch. Weiß gar nicht, könnte ich auf ein Nimitz starten? Wahrscheinlich nicht. So, genau. Und hier habe ich dann, dadurch, dass ich den Flughafen ausgewählt habe, ist, glaube ich, meine Anzahl an Fliegern begrenzt. Aber ich glaube, hier ist sowieso meine Anzahl an Fliegern sehr begrenzt. Hier, irgendwo anders? Ah, okay. Es sagt er sogar, das geht nicht für die Mission.
Hier, die beiden Träger gehen nicht. Ja, starten wir halt auf irgendeiner. Hier sieht man, dass ich das Gefühl habe, man kann hier die Flugzeuge irgendwie auswählen oder zumindest eingrenzen, aber es ändert halt irgendwie nichts, ne? Doch, ich könnte eine B2 wählen. Ändert das was, wenn ich jetzt hier Supersonic auswähle? Nee. Also, keine Ahnung. Wählen wir mal eine B2. Ist auch interessant, weil sowas gab es ja auch vorher nicht. Oder auch später nicht. Ich glaube, eine B2 kann man irgendwie nirgendwo fliegen. Ja, hier sieht man noch so ein paar Übersichtssachen und dann kann man. Das spielt eigentlich keine Rolle, ob man zu Armament geht. Achso, das ist. Ah, genau, die Bewaffnung. Oder aber hier, weil da muss man das Gleiche dann nochmal machen. Also, hier. Hier sehe ich, kann ich den Treibstoff auswählen, wie viel Treibstoff ich mitnehme. Und hier kann ich sozusagen Presets wählen. Ja, um das zu Maximum 100 Loaded Bombs 0. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mache das einfach hier voll. Bei den anderen hat man dann, ich weiß nicht, Air-to-Air Missiles, ja, die gibt es wohl nicht. Bei den anderen Fliegern kann man dann sozusagen die Raketen aussuchen und dann hier reindroppen. Hier kann man es halt nur voll oder leer machen. Also ich keine Ahnung. Man nimmt halt 100 Bomben mit, ne? Okay. Und hier sieht man dann auch gleich schon die Grafikansicht und die hat mich sofort sehr stark an Attack erinnert. Mit den Cursor-Tasten kann ich hier jetzt mich umgucken, im Cockpit umgucken. Das ist jetzt hinten. Das ist vorne. Man sieht wieder, das ist wieder diese verwirrende, wo das Cockpit sich nicht ändert, aber die Grafik sich ändert. Geht auch in nicht 90 Grad, sondern 45 Grad Winkeln jeweils, aber gut. Hier kann ich mir jetzt die unterschiedlichen Funktionen des Cockpits so ein bisschen rauspicken, glaube ich. Ändert sich aber irgendwie nicht so richtig viel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wie gesagt, ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt. Darum ist diese Übersicht jetzt einfach nur mehr oder weniger dazu da, euch mal zu zeigen, wie es aussehen kann. Ahead, right, behind, below. Brauche ich dann zum Bombardieren. Es gibt noch genau Outside. Dann kann ich mir das hier angucken. Fly past. Ich bräuchte euch das mal. Ah, so ein bisschen hier die Grafik zeigen, aber wie gesagt, das ist halt jetzt nicht so, nicht so was Besonderes. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den jetzt hier an den Start kriege. Ich hatte das Cockpit View, Cockpit Pitch Lock, das sind die ganzen Ansichten, die ich hier durchgehen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mit Easy Flight immer, man sieht hier unten, wenn ich E drücke, kann ich zwischen Real und Easy Flight umstellen. Und bei Easy Flight bin ich ab und zu mal, habe ich es geschafft, von dem Träger zu starten, das letzte Mal. Ah, hier sind die Flaps, die, naja, kann man hier wahrscheinlich so ein bisschen schon mal ausfahren, die brauchen wir wahrscheinlich. Jetzt nicht hier den Autopilot, wollte ich gerade ausprobieren, zu sagen, Start. Nee, also hier kann ich am Autopilot auch nichts großartig einstellen. Mit der Maus steuere ich das Ganze, also wenn ich Geschwindigkeit aufnehmen würde, würde ich es damit steuern, aber überlege gerade, ob ich jetzt den Winkel. Ich glaube, das ist einfach nur die Ansicht. Es ist nicht die Ansicht. Ich kann also auf der Stelle mich drehen. Request View vom Tanker. Luftbetankung gibt es auch, genau. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass es das für mich jetzt eigentlich erstmal war. Wir sind ja jetzt nicht großartig gestartet. Ich drücke jetzt hier so ein bisschen planlos auf der Tastatur rum, aber das bringt ja jetzt großartig auch nichts weiter. Aber ich denke, ihr habt so das große Problem schon gesehen, dass man halt versucht hat, zu viele Flugzeuge unterzubringen. Ich glaube, das hat man ganz gut gesehen in der Menüauswahl, dass das einfach zu viele sind und die ändern sich halt großartig auch nicht anders. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, wo ich mich im Replay drauf freue und ihr dann wahrscheinlich auch eine bessere Übersicht über das ganze Spiel bekommt. Nichtsdestotrotz gehen wir gleich mal zurück in die Endkarte. Wenn man sich dann das Ganze mal aus unseren drei Perspektiven anschaut, dann ist natürlich die Innovation hier ganz klar, dass es so viele Flugzeuge gibt, die simuliert werden, an die 40 Stück. Aber diese Simulation ist halt nicht sehr komplex. Das hat man jetzt in dem Video gerade nicht gesehen. Aber
Das schreiben alle. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ein Freund das damals gespielt hat, der hat genau das Gleiche gesagt. Also ich glaube den Zeitzeugen da mal. Und ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, dass die Flieger hier jetzt selbst, na klar, die haben jetzt keine richtige Simulation oder ein simuliertes Flugmodell, sondern die haben halt, hätten halt eins nehmen können, was sich die Flieger so ein bisschen anders anfühlen lässt. Aber ich glaube, das ist einfach nicht so. Immersion ist nicht so, finde ich. Man springt halt zwischen den Fliegern hin und her, wie man möchte. Man hat zwar einen Konflikt, wo man auf einer Seite ist, aber irgendwie hängt man nicht so an diesem Piloten dran. Also die Immersion finde ich nicht so gut, weil es auch irgendwie gefühlt keine richtige Kampagne gibt. Ich kann mir ja aussuchen, was ich mache oder welche Mission ich mache und werde die nicht, wie ich das militärisch kenne, wird mir kein Befehl oder ein Auftrag gegeben, was zu machen. Das ja, zerstört bei mir immer fast grundsätzlich die Immersion. Was ich aber lustig finde und was ein Pluspunkt zur Immersion ist, wenn man viele eigene Kameraden abgeschossen hat, dann wechselt man über zur anderen Seite. Birds of Prey ist ein Simulationsrelikt aus längst vergangenen Epochen. Und da hat die Powerplay recht. Ich denke, wäre es wirklich 88 rausgegangen, hätte man viele dieser Negativpunkte, die ich jetzt aufgezählt habe, dem Spiel einfach verzeihen können, weil man es aus anderen auch nicht kannte. Und es wäre, glaube ich, wirklich eine ziemlich coole Simulation gewesen. 3 Jahre später, ja, ist es halt nichts mehr. Aber ich finde, es ist trotzdem noch ein relativ wichtiger Meilenstein, um zu sehen, dass man halt versucht hat, hier einmal so eine Riesensimulation aufzubauen und daran gescheitert ist. Und es versucht auch nie wieder jemand. Das ist sozusagen der einzige Versuch gewesen, so viele Flugobjekte zu simulieren, und das versucht auch nie wieder jemand. Es sind zwar später noch viele, die es dann irgendwie über Mods oder Add-ons eine ziemlich große Anzahl an simulierten Fliegern bekommen, später diese ganze IL-Reihe und von Ubisoft das. Also da gibt es noch einige, die es wieder versuchen, aber so in einem Programm von Anfang an versucht es nie wieder einer. Und das ist halt deswegen wichtiger Punkt oder Meilenstein, den man, finde ich, erwähnen sollte. Obwohl er nicht erfolgreich war, muss man ihn trotzdem erwähnen. Gehen wir zum letzten Spiel der heutigen Ausgabe. Mega Fortress. Publisher 360 Pacific. Und da hatte ich schon immer das Gefühl, die haben eigentlich so Re-Releases gemacht oder ich will jetzt nicht sagen so Billig-Releases, aber Releases von Spielen, die dann halt später früher schon mal auf dem Markt waren und dann nochmal released wurden oder die halt in den USA released worden sind und dann als Billig-Version nach Deutschland gekommen sind. Aber das ist wohl nur ein Eindruck, den ich habe, weil das hier ist als Vollpreisprodukt erschienen und wurde von Artech Digital Entertainments 1991 entwickelt. Und die gab es, glaube ich, bis 2010 noch oder so. Die haben ziemlich lange was gemacht, aber nichts mehr wirklich mit Simulationen und haben dann Werbespiele und Billigspiele und so gemacht. Leider. Schauen wir uns gleich das Programm einmal an. Und damit, nach schon so etwas wie einem Intro, sind wir hier wieder zurück und schauen uns das Ganze nochmal an. ja, den hatte ich ausprobiert mal, um es einfach auszuprobieren, wie weit ich hier komme. Den Piloten. Hier gibt es jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel, was man hier machen kann, aber man sieht schon, dass durch diese... Wie nennt man das? Diese Cockpit-Elemente, die man so aus- und einschalten kann, die man aus wirklichen Flugzeugen kennt. Das zieht sich durch und das zieht sich auch gleich im Spiel durch. Wir machen natürlich Mission, Assign oder Select.
Und hier sieht man schon, dass die Missionen nicht einfach nur ja, einem ausgespuckt werden, sondern dass man hier wirklich eine kleine Missionsbeschreibung auch bekommt und die eine Geschichte erzählt. Das hat ja was mit der Herkunft aus dem fiktiven Bereich, aus dem Buch zu tun. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Man kann hier auch noch dann den ganzen Kram verändern, glaube ich. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Hier können wir die Ordonnanzen auswählen, die wir mitnehmen wollen. Also, das ist sozusagen der Bewaffnungsmodus, wie die Waffen angezeigt werden. Und hier links sieht man schon, dass es reichlich Waffen gibt. Also, da ist an Waffenauswahl nicht gespart. Es wäre mal ganz interessant, die auch so ein bisschen auszuprobieren, alle, ob, wie die sich verhalten. Also, ist so ein bisschen der. Die Standardbewaffnung, die man aus damaliger Zeit kannte. Hier kann ich noch Fuel dann mit oder weniger nehmen. Ich kann hier die so durchladen oder wieder abladen. Oder ich kann halt sagen, wir nehmen halt die Default-Einstellungen und ich glaube dann, keine Ahnung. Sagen wir einfach dann, weil mit den Waffen machen wir sowieso nicht viel. So, und wenn man jetzt das mit der Grafik, finde ich, von Falcon oder aber sogar mit der Grafik von, oder was heißt, oder aber auch mit der Grafik von Birds of Prey, was wir gerade hatten, vergleicht, finde ich, sieht das hier von allen wirklich am besten aus. Selbst mit der Grafik von Falcon, wo ja sehr viel Wert drauf gelegt wurde, um zu zeigen, was für eine tolle Grafik das hat. Mag sein, dass die 3D-Grafik und die Berechnung halt viel cooler ist, aber so das Erste, was mich hier erwartet, ist schon ziemlich cool. Und das Allercoolste und was für mich von der Immersion her wirklich ziemlich cool ist, ist zum Beispiel, dass ich hier auf die Buttons klicken kann. Und die gehen dann an. Das fand ich verrückt. Ich dachte erst, das wäre später gekommen. Jetzt sagt er auch gleich, we need battery power to start. Wir können sogar hier das hinterher verschieben. Die Airbrakes sind, glaube ich, aus. Hier sieht man den Status der Flaps. Die kann ich raus und reinfahren. Ich hatte eben schon mal F2 gedrückt. Das sind die unterschiedlichen Cockpit-Ansichten. Man sieht hier unten immer, also das ist der Pilot, das ist der Co-Pilot, der Navigator, Electronic Warfare. Das ist eine externe Ansicht. Was ist denn OW nochmal? Kommunikationsoffizier. Das wird wahrscheinlich der gewesen sein. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Also Kamera. Ach, das ist Aufklärung. Ich weiß es nicht. Also da müsste man sich auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen. Und ich freue mich auch schon drauf, das Spiel hier mal in einem Replay durchzunehmen. Es hat wirklich ziemlich coole Sachen, die später irgendwie erst, naja, zumindest von der Aufteilung her, der Arbeiten mit einem Waffenoffizier und einem Piloten, das kam für meine Erinnerung erst an 15 Strike Eagle 3 und das ist ja ein paar Jahre später gewesen. Ich glaube 2 Jahre später. Hier können wir sehen wir nochmal die Navigation mit der Karte und alles hier ist klickbar. Das ist schon ziemlich cool. So, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe es hinbekommen, das Ding zu starten. Machen wir hier auf jeden Fall Standby. Die Hydraulik. Kann ich die hier an- und ausschalten? Nee, okay. Ruder, das scheint auch alles an zu sein. Und die Batterie, ja, ist das jetzt, die sind jetzt auch an. Jetzt ist, glaube ich, vorne und hinten die Batterie an. Und jetzt kann ich hier draufklicken. Und man sieht, dass hier das ganze Ding gestartet ist, sozusagen. Ich kann jetzt hier Power geben. Und man sieht jetzt auch, wie das hier nach vorne geklappt hat. Please turn on Taxi and Nav Lights. Macht das der Co-Pilot? Gucken wir mal. Hier irgendwo Lights? Taxi, Landing, Start, Release. Da kann ich die Uhr zurücksetzen. Keine Ahnung. Speed exceeding Maximum. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen langsamer, weil wir da links
zur Startbahn müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das jetzt lohnt, das jetzt hier in der Preview noch zu starten, weil das ist ein bisschen was man spielen muss, bis man in der Startbahn ist. Ich will euch aber kurz noch mal so ein bisschen die Grafik zeigen. Also mich hat das insgesamt mehr beeindruckt wie die anderen beiden Simulationen, die wir haben. Klar, das ist jetzt nicht so super und es gibt hier die üblichen Z-Puffer-Fehler, aber mir hat das insgesamt ziemlich gut gefallen, auch von dem Farbsetting her und so, das war ziemlich cool. Ja, gibt es noch unterschiedliche Ansichten, die ich hier durchwählen kann. Kann ich hier, sind das die Lichter? Die hier in dieser Ansicht auch? Scheinbar nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Überblick bekommen. Wir gehen einfach zurück in die Abschlusskarte und sprechen nochmal über die Besonderheiten des Spiels. Wenn wir jetzt unsere drei Punkte wieder anschauen, dann ist natürlich ganz klar, die Innovation ist das klickbare Cockpit. Also das hat mir wirklich gut gefallen und macht auch wirklich Lust auf mehr. Ich hätte jetzt Lust, das Ding wirklich zu beherrschen. Also das ist ja eine sehr abgedatete B-52, die man da fliegt, die Mega Fortress. Und das Ganze basiert ja auf einem Buch. Und vielleicht, wenn ich es replaye, werde ich wohl wahrscheinlich erstmal das Buch lesen. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein richtiger Immersionsschub, den man da bekommen hat, wenn man das dann selber spielen kann. Das finde ich eigentlich immer ziemlich klasse. Die umfangreichen Missionen, und damit meine ich nicht nur die Anzahl der Missionen, sondern auch die Geschichte in diesen Missionen, die der einen dann so ein bisschen durchbegleitet, das finde ich auch ziemlich gut. Das gab es, glaube ich, vorher so direkt auch nicht, dass man da immer so ein wirkliches, ich will jetzt nicht sagen Story-Briefing bekommen hat, aber schon sowas, was versucht, eine Story zu transportieren. Das hatten wir bis jetzt so direkt nicht. Wir hatten zwar ein, zwei Versuche, das mal zu machen, aber nie so umfangreich, wie das hier war. Die Simulation für ein fiktives Flugzeug finde ich eigentlich ziemlich komplex und ist halt auch interessant, weil es halt was komplett Fiktives war und den Entwicklern da ziemlich freie Hand gelassen wurde. Das, was ich jetzt gespielt habe, war natürlich eher, also ich habe es mal gestartet bekommen und wir sind auch einmal abgehoben, aber viel mehr als rumfliegen konnte ich da jetzt nicht. Aber mich hat auch viel mehr die ganzen unterschiedlichen, ja, wie soll man sagen, Besatzungspositionen interessiert und was man an Displays und Hebeln und Schaltern hatte, die man bedienen konnte. Das fand ich ziemlich cool. Und dadurch entsteht natürlich auch eine ziemlich coole Immersion, die ich ja persönlich auch ziemlich interessant finde, ist so ein bisschen wie bei F-19 Steels Fighter, dass man halt mehr den Electronic Warfare hat, dass man schleicht. Das ist sozusagen, könnte man hier sagen, das ist das Schleichspiel der Simulation. Also vielleicht das Thief the Dark Project der Flugsimulation. Dadurch entsteht für mich halt eine schon ziemlich coole Immersion. Ein Problem: Die Mega Fortress hat ein entscheidendes Problem, die Geheimhaltung. Bei richtiger Handhabung ist der Vogel so schwer vom gegnerischen Radar auszumachen, dass kaum etwas los ist am Himmel. Powerplay 1291. Und das ist ein guter Punkt, weil wenn ich viel schleiche, passiert natürlich auch wenig. Also wenn ich da auf Action aus bin, ist das, glaube ich, nicht das richtige Spiel, weil dann habe ich hier was falsch gemacht. Ich fliege halt hin, mache einen, ja, Precision Strike, also einen, wie soll man sagen, Präzisionsschlag, vernichte da irgendwas und bin wieder raus und hoffe überhaupt nicht gesehen zu werden. Natürlich geht da mal was schief und dann gibt es doch Action, aber wenn ich mich da richtig mit auseinandergesetzt habe, kriege ich das, oder das Programm, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle habe, dann wird das schnell langweilig, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, auch für mich wäre das hier so, dass hier mehr der Weg das Ziel ist, das dahin zu kommen, und daran hätte ich Spaß. Und wenn ich dann die Missionen einer nach dem anderen einfach so abschließen kann, dann wäre das, glaube ich, für mich auch nichts mehr, das Spiel. Aber auch hier freue ich mich schon auf ein Replay. Und damit hätten wir die heutige Folge schon wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, meine stümperhafte Vorstellung der Simulation war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich hoffe mal, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Da kenne ich ein bisschen was von. Schauen wir uns das Ganze beim nächsten Mal nochmal an. Ansonsten, vielleicht kann mir hier auch jemand von euch zur Hand gehen und da mal ein paar Simulationen für mich aufzeichnen oder mir einfach mal ein paar Hilfestellungen geben. Wenn jemand sich mit Simulationen sehr gut auskennt, hätte ich da schon gerne einen Diskussionspartner. Ich meine, ja,
Ich denke mir das ja sozusagen alles aus, das ist ja alles auf meinem Mist gewachsen oder auf dem, was ich von Freunden und Bekannten gelernt habe oder interviewt habe. Also wenn ihr da eine andere Meinung habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.